Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play Spellforce Conquest of Eo. Wir werden nun weitermachen mit unserer World Domination. Ich denke mal, wir sind kurz davor, die auch irgendwie zu erlangen. So krass, wie wir abgehen mittlerweile, mit manchen unserer Einheiten zumindest. Das, was als nächstes passieren muss, ist jetzt erstmal, dass Zeltris hier weiter in das Kernland von Undergast fortschreiten muss. Wie gut kommen wir gegen die an? Entscheidender Sieg. Auch wenn da schon wieder gesagt wird, dass einige sterben könnten. Wartet mal. Ja, jetzt können wir das nicht mal mehr machen, okay. So, Connor. Ja, es lohnt sich eigentlich nicht, die Spinne zu kaufen. Der Turm ist erst in 6 Zügen gebaut. Das dauert ja auch noch eine Weile. Faulira könnte... Wir könnten uns hier mit denen anlegen und die erledigen. Warte mal, können wir eigentlich nochmal irgendwas Sinnvolles hier? Geschwindigkeit, Forschung. Das, denke ich, ist auch ganz gut. Das ist auch ganz gut. Den Todetrotzen ist auch ganz gut. Okay, greifen wir mal diesen Trupp an. Knappe Niederlage, sagt er. Wir wissen, dass das nicht besonders realistisch ist. Wir haben so viel heiliges Wasser, dass wir die in Grund und Boden läutern könnten. Ja, also das bisschen Gras, was quasi mit diesem heiligen Wasser benetzt wird, da werden für immer Gebetsbücher drauf wachsen oder sowas. Die Einheit kennen wir auch, das ist ja dieser Baron Meldek-Verschnitt in Schwächer. So, Sturmangriff. Bote des Unheils, gepanzert. Yes. Mit dir können wir noch nichts Besonderes machen. Yes. Vielleicht können wir, wartet mal, wenn wir den jetzt vorziehen, können wir heiliges Wasser schmeißen. Zum Beispiel, ja. Sehr gut. Das macht nur wenig Schaden. Das wiederum macht recht viel Schaden. Gut. Yes. Den Golem bringen wir hier hin. Was für eine Reichweite? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Würde reichen. Ja, der ist betäubt. Yes. Wunderbar. Und hier machen wir noch einmal heiliges Wasser. Boah. Faulira stellt sich mal hier hin. Cerbus Fluch macht immer minimalen Schaden. Finde ich da am sinnvollsten hier. Buff. Buff. Ja. Und das war's jetzt erstmal für diese Runde. Er wagt es, mich zu vergiften. Oh, die bekommen Raserei, sehe ich gerade. Nicht gut. Warum machen die so viel... Tod! Warum machen die so viel Schaden? Yes. Was zur Hölle? Wo kommt denn plötzlich der Schaden her? Ist ja abnormal. Okay, das erste, was wir dann hier machen müssen, ist das. Das tötet euch nämlich fast alle. So, du bist vergiftet, du hast ein Problem. Yes. Dann müssen wir dich auf jeden Fall erstmal läutern. So. Yes. Yes. Der Gegenschlag ist auch absurd, okay. Geschwindigkeit. Yes. Okay, ich habe hier mehr Probleme mit, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Yes. Yes. Commander. Yes. Dich müssen wir eigentlich in Position bringen für den.
So, wer wartet noch auf den Befehl? Du. Der Gegenschlag ist zu krass. Allerdings kann das auch helfen. Die sind damit beide brennend. Das ist ja für uns auch erstmal gut. So, wer hat noch eine Aktion? Du hast noch eine Aktion. Aber du hast keine Aktion, die uns irgendwas bringt. Dich kann man im Prinzip im besten Fall nur wegteleportieren. Und dann kannst du den hier betäuben. Faulira steht wieder auf. Yes. Faulira steht eigentlich wieder auf. So, wie viel Schaden macht das? Zu wenig. Yes. Commander. Können wir einfach eine Bombe? Können wir nicht. 44 Schaden. Alter, warum macht das alles so viel Schaden? Warum kriegen wir überall so viel Schaden rein? Ich verstehe es nicht. Wir müssen mit dir hier hinziehen. Und dann am besten hier hin. Yes. Yes. Gut. Also wie war das? Faulira steht auf. Sie hat ja diesen einen... Yes. So. Dann, Schriftrolle der Wiedergeburt auf diese heiligen Hüter. Du hast keinen Fokus mehr, sonst könntest du Dinge tun. Viel zu schwach. Okay, das wird ihn nur kurzzeitig ablenken, das wird nicht lange vorhalten. Vielleicht können wir... Wir klauen ihm seine Aktion, so. Okay. Was wir als nächstes noch machen können, ist... Wir können ihn töten, im besten Fall. Er ist tot. Sehr gut, das hat auf jeden Fall auch keinen... Keinen Nachteil jetzt gehabt. So. Die Hüter haben wir auch wieder belebt. Die will ich halt wirklich ungerne verlieren. Yes. Elixier der Knechtschaft können wir nicht machen. Wenn wir den in dieser Runde tot kriegen, dann bleibt mein Golem am Leben. Yes. Commander. Das nächste Mal werfe ich direkt mit dem Paladin. Ist ja absurd, was der an Schaden macht. Okay, Faulira kommt zurück. Hat wahrscheinlich dann die Glyphe verloren, aber halb so wild. Jo, wird wieder belebt. Und ihr steigt Stufen auf. Das ist wichtig. Weißresistenz. Weißschaden oder Fokus? Der Fokus ist sinnvoller. Ah, oh, sie kommt immer wieder. Okay. Ich dachte, das wäre eine Glyphe gewesen, aber war es gar nicht. Sie kommt immer wieder. Ja, umso besser. Umso besser. Okay. Für eine 20% mehr Beute. Da haben wir jetzt auch schon mittlerweile echt viele von gefunden. So richtig gut finde ich die nicht. So. Dich wollten wir hier hinbringen, damit du... diese Truppe unterstützen kannst, die jetzt nämlich... Da kommen wir gar nicht hin, komischerweise. Naja, wir werden uns jetzt das Ding hier holen. Die sind auch noch unerforscht, sehe ich gerade. Unerforscht? Ah. Entscheidende Niederlage. Du laberst dir doch einen Müll zurecht. Das wird keine entscheidende Niederlage. Was mich halt ein bisschen ärgert, muss ich sagen, ist die Tatsache, dass wir
gar nicht mehr so richtig die Möglichkeit haben. Also, wir haben schon die Möglichkeit, diese ganzen tollen Quests zu machen, die wir auch machen wollen. Das Problem ist eher, dass die Kämpfe so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass das ganze Thema natürlich enorm erschwert wird. Und die Kämpfe mittlerweile jetzt ja auch leider nicht mehr so spannend sind, aufgrund der Tatsache, dass wir immer wieder gegen die gleichen Gegner und Ausgangssituationen antreten. Da ändert sich halt einfach nichts mehr. Die sind verzweifelt, das ist nicht gut. Weil die verzweifelt sind, müssen wir da gleich mal was tun. Okay, erstmal kümmern wir uns um den. Gut. Commander. Kann ich auch heiliges Wasser schmeißen? Das ist zumindest bei denen da oben gut. So, die haben alle keinen Bock mehr. Da können wir ja mal... wir holen uns mal den hier. Nice. Ready? Und du wirst den heilen. Und den. Und das war's. Prügelt euch gegenseitig die Scheiße aus den Körpern. Als nächstes, wir könnten eigentlich noch einen übernehmen. Uff. Paladine sind aber auch vielleicht mächtig. Da können wir nicht ran. Selbst wenn wir da sind, können wir da nicht ran. Von da aus. Gut. Okay, die hauen beide ab. Commander! Und tschüss. Ready? Ready? Er lebt immer noch, aber er ist tot. Er lebt immer noch, aber er ist tot. Sehr gut. Auch erledigt. So muss das sein. Wulfric erreicht Stufe 11. Fiole des Nor werfen. Nithafs Fluch, auch wenn der feindliche Einheit. Diese Einheit kann keine Gelegenheitsangriffe durchführen. Vorrückzug. Fiole des Nor werfen. Okay, der kann jetzt Fiole des Nithalf und Fiole des Nor werfen. Und wenn wir wollen, verbraucht er ja auch keine Fokuspunkte. Und ist dadurch ja nochmal krasser. Weil er das einfach auf alle Gegner, für die das irgendwie schlecht sein könnte. Der kann das auf alle raufschmeißen. So, noch mehr Zeug. Okay. In der nächsten Runde kommen dann die oder ein paar davon mit dazu und dann müssen wir hier aufräumen. So, wer wartet noch auf Befehle? Du bleibst da, wo du bist. Du. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt nicht mehr teleportieren können, oder? Wenn ich das abblase und dann teleportieren nehme, dann sind wir damit auch nicht schnell genug. Aber machen müssen wir es sowieso. Deswegen bleibst du jetzt mal da. Und du ziehst dich am besten wieder ein bisschen zurück. Denn Undergast kommt da mit bösen Truppen an. Du bleibst da. Du kannst dich bewegen. Du könntest... Ah ne, wir wollten mit dir in unsere Domäne gehen.
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war in der eigenen Domäne doch immer die Einheit, die Lebensregeneration ein bisschen besser, oder nicht? Das sehe ich jetzt da nämlich gar nicht mehr. Mana-Knoten wird eingestimmt, das weiß ich. Da können wir jetzt auch nichts mehr gegen machen. Es ist, wie es ist. Kannst du ruhig machen. Kannst du auch ruhig machen. Den holen wir uns zurück. Den holen wir uns zurück, du mieser Kerl. Knappe Niederlage. Alles klar. Hm? Hm. Wir fangen sogar an. Das sind sogar dreimal nur die normalen. Warte mal, wogegen sind die resistent? Elementare Resistenz. Commander. So. Habt viel Spaß mit Seltris. Haben wir schon mal den ersten Down. So. Das ist so eine absurde Reichweite. Die können einfach über das ganze Feld latschen. Das ist der Vorteil von so einer enormen Reichweite. In der nächsten Runde wird das lustig. Macht ruhig, greift ruhig an. No! You fucks! Okay. Okay, okay, verstehe. Ihr wollt es auf die Tour, ihr kriegt es auf die Tour. 51 bis 78. Ja. Das war schon mal gut. Das war auch schon mal gut. Dagegen seid ihr resistent. Paradehaltung. Da kriegen wir sehr viele Gelegenheitsangriffe. Das wollen wir nicht. So. Er wird jetzt seine AOE-Fähigkeit zünden, vermutlich. Nee, wird er gar nicht. Warum wird er das nicht? Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe wirklich nichts mehr. Auch down. Diese kleinen Störfeuer hier können jetzt wirklich auch mal aufhören. Er verhält sich schon wieder scheiße. Jetzt greift er wieder meinen Schamanen an. Was soll das denn? Okay, der ist so tot. Kriegst jetzt auf jeden Fall erstmal den. Und dann schießen wir noch auf den. Autsch. Erfrierungen sind gar nicht cool. I don't like them. Und beide tot. Mit einer Sache, gegen die sie eigentlich resistent sind. Fieser geht's echt nicht mehr. Tadadam! So, wie sieht's hier aus? Weiteres Feengras und so weiter und so fort. Und einen Haufen Rationen bekommen. So. Dunkles Gelage. Warte mal, erstmal zwei Eisgolems. Will ich das? Nee, eigentlich nicht.
Wir wollen zwei Pestgefäße. Das finde ich gut. Wir wollen Glückspillen. Zwei Stück. Haben wir jetzt auch richtig viele von. Schwarze Asche bringt Vereisungstrank. Viermal Vereisungstrank. Ein dicker Pelz. Versiegeltes Elementar. Giftbeschichtung. Nie verkehrt. Und das bringt... Ah, auch versiegeltes Elementar. Aber wir haben jetzt sowieso keinen Platz mehr. Insofern ist das erstmal vom Tisch. Wo können wir mit dir noch hin? Wir könnten mit dir hier hin. Sehr gut. Die sind immer noch nicht ganz so wieder auf dem Damm, wie ich sie gerne auf dem Damm hätte. Was ein bisschen schade ist. Wo ist unser Dude hier? Der ist weiter hier oben. Luvien müssen wir übrigens auch noch unseren Ruf verbessern. Da bist du. Dich will ich jetzt mal nach ganz in den Osten holen. Lorraine sind wir auch schon durch. Odale gab es, glaube ich, noch etwas. Da waren wir jetzt noch nicht so 100%. So. Ja, würde ich sagen, komm mal hier hin. Du kannst im Grunde auch direkt ein Irrlicht mitnehmen. Dann legen wir uns nämlich hier oben mit Undergast an. So, und hier wollen wir ja nach wie vor immer noch weiter ein paar ursprüngliche Haine. Sehr gut. Noch mehr Allfeuer für mich. Du bist noch zugange. Bei euch sieht es mittlerweile etwas besser aus. Da könnten wir jetzt eigentlich Undergast angreifen. Entscheidender Sieg, stirbt jemand? Nein! Naja, wahrscheinlich hätte ich es am Ende sowieso so machen müssen, insofern. Yes. So, wie machen wir es? Wogegen wart ihr nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Gegen gar nichts. Theoretisch gegen gar nichts. Das macht gut Schaden. Das macht auch gut Schaden. Das macht auch gut Schaden. Yes. Yes. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Schaden macht das? Es könnte mehr sein. Wie viel Schaden macht das? Es könnte mehr sein. Wie viel Schaden macht das? Es ist nicht schlecht. Aber wir werden hiermit sticken. Ganz einfach, weil wir müssen. Yes. Werfen wir heiliges Wasser. Der ist im Begriff zu fliehen, der auch. Ja, dann. Dann kann mir das ja egal sein. Yes. Mentaler Fluch. Weißresistenz. Wobei können wir den... Schade. Beide ab. Tja. Yes. Uff. Uff. Diese Schadenswerte.
Und erledigt. Na, doch einfacher als dann gedacht. Ich meine, wir haben wieder ein bisschen heiliges Wasser eingesetzt, aber das bleibt ja im Grunde gar nicht mehr aus, insofern. So, du das finde ich gut. Nice. 20. Forschung noch dazu, weil das eine schöne Bibliothek war. So, bei dir müssen wir jetzt überlegen, was wir tun. Will ich die angreifen? Erstmal ist eigentlich Seltris dran. Können wir irgendwas Cooles... Es dauert alles so lang, ne? Das zu bauen. Das dauert alles sehr lange. So, unser Gast. Im Grunde hast du noch zwei Runden jetzt. Den Turm ziehen wir jetzt nämlich nach oben. So. Und dann haben wir hier nur ein bisschen was, aber ansonsten beißt du dann ins Gras. Großer Magus, habt ihr einen Augenblick? Ihr könnt erst nicht ausmachen, wo die Stimme herkam, da der Zwerg, dem sie gehört, zwischen zwei großen Felsen verborgen ist. Die Steine markieren ein Grab. Unsere Lage ist sehr ernst. Untote sind aus Norimar gekommen, belagern jetzt unsere Wachtürme und greifen unsere Dörfer an. Könnt ihr uns gegen diese dunkle Macht helfen? Jo. Das ist zum Glück überhaupt nicht weit weg wieder. Naja. Ein knapper Sieg. Wer stirbt denn alles? Drei Leute. Das ist inakzeptabel. Ich hatte geschworen, die Goblins nicht mehr sterben zu lassen. Wie kann eine so hochgepushte Truppe eigentlich immer noch sterben? Ja, das passiert wieder. Ja. Ach, diesmal spawnt es da unten. Also die Spawnpunkte sind also auch offenbar zufällig gesetzt. So, die Mine gehört gleich auch mir. Commander. Wir spielen unsere Platte ab, nämlich die. Schwach gegen Schadensart. Na, wer hätte das denn gedacht? Das gibt's ja nicht. Greif gerne an, Troll. Yes. Gut. Aber ich würde gerne den Trommler jetzt noch erledigen, bevor der blöd wird. Ja. Na, aber es ist schon mal ungeordnet, das ist gut. Der will sich bewegen, stirbt dadurch. Der heilt, der macht zerbrochene Rüstung, der bewegt sich fort, alle konzentrieren sich auf Seltenes. Die wollen unbedingt meine... Okay, warte mal. Ah, ich habe keine Aktion, das ist blöd. 90, im besten Fall. Ah, gut. Wie viel Schaden macht das? Viel mehr Schaden. Nice. Okay. Wir können den töten. Den anzugreifen wäre nicht so klug. Das bringt auch nicht so viel. Glückspillen kann ich nur beim Benachbarten, ne? Ah, das wird mich nicht umbringen. Wir warten hier. Okay.
Okay. Perfekt. Komischerweise ist es aber auch eher eine Truppe, die ich in Undergasts Armee erwartet, in Rowans Armee erwartet hätte und nicht in Undergasts. Keine Ahnung, was die hier machen. Okay, sehr gut. Schauen wir weiter. Und schon gehört die Mine mir und wir kriegen enorm viel mehr Geld. So. Die Kontrolle über diesen Ort ist umkämpft. Genauso wie hier der abbaubare Ort. Noch mehr Nachschlagewerke. Ja, in der nächsten Runde will ich mir dann eigentlich den Turm holen. Und danach ist es nur noch ein Katzensprung bis zu seinem Hauptturm. Und dann werden wir ihn einfach... Wir werden ihn einfach von der Karte fegen und gut ist. So, du hast 100, du bist stark, du kommst damit rein. Und du bist eigentlich auch cool, weil wir können mit dir Einheiten kontrollieren und das gefällt mir. Du bleibst stehen, du... Warten wir noch eine Runde? Nee, komm, wir warten keine Runde. Vollständige Vernichtung heißt es hier. Na, das ist aber schade. Beginnen wir die Schlacht. Die Schlacht von Helmsklamm. Yes. So. Das ist doch schon mal gut hier. Commander. Hm? Geben wir ihnen auf jeden Fall mal Servus Segen. Yes. Und dann würde ich sagen, ran da. Commander. Yes. Pestgefäß, wie viel Schaden? Schaden macht das. Das war sehr gut. Und das kann wiederholt werden. Commander. Ich habe alle jetzt schon keinen Bock mehr. Hm? Die flüchten. Dann geben wir dem jetzt mal Betäubung. Jo. Und das war's dann erstmal. Die hauen ab. Die hauen alle ab. Die haben keinen Bock mehr. Der kommt. So, weiter geht's. Yes. Mein Zug. Können wir den... Oh, den müssen wir ein bisschen zermürben jetzt. Yes. 88 Schaden, wow. Yes. Das wird höchstwahrscheinlich klappen. Was? Das gibt's doch nicht. Ja, dann machen wir jetzt. Weiter geht's. Legen als Angriff. Also ganz aufgeben wollen sie sich ja irgendwie doch nicht, aber es ist vergebens. Yes. Hm? 42 reicht nicht, 29 reicht auch nicht.
Aber das reicht. Erledigt. Ein einziges Pestgefäß hat im Grunde den Unterschied ausgemacht. Danach war ihre Moral so im Keller. Ein paar Level-Ups. Ein frommer Anhänger. Benötigt keine Unterhaltskosten. Ja, das ist eigentlich egal. Mittlerweile ist das egal. Unterhaltskosten interessieren uns nicht mehr. Das ist gut. So, in die Richtung. Orgasch. Damit müssen wir unseren Ruf ja auch noch ein bisschen wieder erhöhen. Würde ich sehr gerne tun. Hatten wir den einen jetzt hier schon gezogen? Wartet mal. Dich? Ja, dich hatten wir schon gezogen. Ja, ansonsten. Den lassen wir so stehen. Dann können wir die Runde beenden. Na, sieh mal einer an, was wir da wieder haben. Wieder Eisgolems, die meinen, sie müssten uns ärgern. Commander. Nimm die Giftbeschichtung. Nimm den Gigantentrunk. Und dann never let go. Dahin. Ihr könnt euch schon mal ein bisschen in Position bringen hier. Commander. Ist auf jeden Fall schon cool, wenn die alle sich so heftig weit bewegen können. Die konzentrieren sich alle auf meinen Golem. So, das macht wie viel Schaden? 34 bis 52. Weil das Normale war auch einfach stärker, ne? Sichtmalus ist leider blöd. Ah. Dann ist der schon mal weg. Ah, das kann halt klappen. Ich will diesen Zauber so gerne mögen, aber irgendwie haut das alles nicht so wahnsinnig hin. Okay. Yes? Warum steht er jetzt direkt vor mir? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum er direkt vor mir steht. Gut. Er ist tot. Die kriegen ja nicht mal diesen einen Troll tot. Sie kriegen nicht mal diesen einen Troll tot. Was glauben sie denn dann, was sie irgendwie ausrichten könnten, wenn sie nicht mal diesen einen Troll tot kriegen? Tatsächlich einen Reichweiten-Malus. So. Und down bist du. Innerhalb weniger Minuten alles geklärt hier. Na na na.
Potentes Wasser und Aria. Und noch mehr Zeug für mich. Was haben wir denn hier? Himmelseis, Nützestein. Kommt auch da rein. Wahnsinn. Wo können wir mit dir noch hingehen? Soll ich jetzt irgendwas anderes? Warte mal, wir gehen mal mit dir, gehen wir jetzt nochmal nach Odale. Ich will gucken, ob wir da noch irgendwas machen können. So, jetzt haben wir den Golem beschwören hier. Er schafft ein Golem aus einer Erzader auf der strategischen Karte. Und Golems, haben wir ja gesehen, sind ziemlich stark schon. Ja, auf jeden Fall. So, hier ist auch etwas neu. Der Segen der sanften Wächterin Shanna heilt alle Krankheiten und Wunden. Elends immerwährende Anmut wird Gestalt annehmen und sich in der Nähe eines der Flüsse manifestieren, die zu ihrer Domäne gehören. Okay. So. Das erstmal. Hier. Und hier. Dann sind wir schon wieder bei 308. Allfeuer. Massenheilung stand da gerade, auch interessant. Dimensionszerschmetterer. Schockwelle. Das ist vielleicht was für Seltres, da müssen wir gleich nochmal nachgucken. Vereisungstrank. Illusionäre Ablenkung. Warte mal, wir machen jetzt erstmal destilliertes Aria. Dann machen wir mal Blutegel-Elixier. Machen wir ruhig ein paar Mal. Das ist nämlich auch gut. Damit können wir gerade nichts anfangen. Was wird daraus? Toxisches Destillat. Trank der Regeneration. Und schon sind wir da wieder raus. So, Seltres. Mit dir legen wir gleich da los. Seltres haben wir hier oben. Bei Seltres müssen wir mal eben gucken. Ist das halt besser als das, ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wendig hat einen weiteren freien Angriff. Diese Einheit wendet ihre Kontrollzone auf alle Positionen rings um sie an. Sie kann auch Gegenstände ausführen, Gelegenheitsangriff in alle Richtungen führen. Das ist halt schon mega, ne? Also ich meine, was wir dann natürlich verlieren, ist hier Willenskraft ein bisschen. Aber Willenskraft ist jetzt nicht so entscheidend dann wahrscheinlich. Ich würde jetzt dann gerne losschlagen gegen Undergast, damit wir ihn endlich von der Karte kriegen. Knappe Niederlage, sagt er hier. Wir wissen, dass das nicht wahr ist. Wir holen uns jetzt diesen Turm. Aha, was haben wir denn da Schönes? Das ist doch schon mal ein wenig nervig. Also, du. Du. Resistent gegen die Schadensart. Na, dann würde ich sagen, machen wir wieder eine Giftbeschichtung, wa? Und du nimmst den Gigantentrunk auch mal zur Sicherheit. Hä? Commander. Resistent gegen Schadensart. Yes? So, die ist schon mal weg. Nein. Sie betäuben beide meine starken Units. Das ist natürlich nervig. Okay. Wir flankieren dich. Das macht null Schaden. Wir haben leider keine Rauchbombe mehr. Die brauchen wir eigentlich mal wieder.
müssen dich ein wenig heilen. So. Das führt natürlich zu nichts. Autsch. Yes. Das reicht jetzt, wollte ich gerade schon sagen. Okay, weitermachen, sieht gut aus. Nein! Und ich bin verstummt. Aber ich habe noch meine Schriftrolle der Wiederbelebung. Ich kann ihn also immer noch zurückholen. Commander. Ach du Scheiße. Okay, bei dem müssen wir jetzt also schnellstens auch was tun. Wir könnten ihm... Also erstmal muss das Ding weg. Dann müssen wir den gleich wiederbeleben. Wie wäre es denn, wenn wir den wiederbeleben? Und einen Heiltrank auf... Nein! Einen Heiltrank auf dich wirken. Commander. Commander. Sehr gut. Undergast, dein Turm fällt. Und damit hoffentlich langsam, aber sicher deine Hoffnung. Ein heldenhafter Sieg. Buff. Tja, mein Freund. Ich stehe vor deiner Haustür und beim nächsten Mal hole ich mir deinen Kopf. Ich hoffe, du hast es langsam begriffen und dann werden wir das Allfeuer hier unter unsere Kontrolle bringen, das Geheimnis der Former hier auch. Und wenn man mal hier jetzt auf unsere Zirkelseite guckt, hier fehlen nur noch zwei Städte, mit denen wir verehrt werden. Also Orgasch und Uramgor wahrscheinlich. Wobei, das können wir... Es gibt ja mehr als 7 Städte. Und hier, Triumph über alle Zirkelmagier, haben wir dann demnächst auch. Ja, und dann bleibt nicht mehr so viel zu tun, außer die Reste auf der Karte aufzufegen. Und halt mal noch zu überlegen, was wir noch machen wollen. Aber ich denke, dann ist die Herausforderung im Großen und Ganzen auch erledigt. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.